Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 11 News Update. Das erste Event in Season 11 steht kurz bevor. Es ist ein Doppel-Event. Wir haben ein Collection-Event und das Holo-Bash-Event kommt zurück. Das Collection-Event geht 2 Wochen. Es steht auf der EA-Seite nicht, ob das Holo-Bash-Event 3 Wochen geht, denn das Event im Allgemeinen geht nur bis zum 21. Aber da noch nicht Weihnachten ist, gehe ich davon aus, dass natürlich das Holo-Bash-Event noch eine Woche, vielleicht sogar 2 verlängert wird. Oder ich habe es vielleicht überlesen. Ich zeige euch jetzt kurz den Trailer. Auf meinem Drittkanal habe ich ihn schon gezeigt. Es gibt Bilder vom Watson-Erbstück. Ich bin jetzt schon gespannt. Und nach dem Trailer gehe ich kurz den Trailer durch. Es gibt wirklich nicht viel Spannendes zu zeigen, weil auf der EA-Seite kann ich euch das meiste in Standbildern zeigen. Auch kurze bewegte Bilder vom Watson-Erbstück. Und es gibt eine fette Überarbeitung vom Arcstar. Und an der Seer-Ulti wurde ein bisschen gebastelt. Darauf komme ich zum Schluss des Videos zu sprechen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Trailer. Und danach gehen wir es wirklich ganz kurz und knapp durch. I believe we may not be alone. This area calls for further inspection. Deathbox here. I can use that. Not all treasures can be found. Some must be taken. Knock, knock. I'm here. Yo, ho, ho. It's a pirate's death for you. Let us begin. Following your vector. Oh no, we're being boarded. Your journey ends here, Legends. Over there. It's my turn. Happy to help, friend. No ticket. Come get up. Make them walk the plank. That works too. Merci. Whoa! I really wish I had a parrot. Try as you might, you can't kill a watt, son. So, wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von dem Trailer, was haltet ihr von dem Event. Ganz wichtig, das Collection-Event hat keinen gesonderten Spielmodus, es ist nur das Holo-Bash-Event auf World's Edge und es müsste nach wie vor Season 3 Version von World's Edge sein. Jeder, der noch nie das Holo-Bash-Event gespielt hat, weil er bis dahin noch nie Apex gezockt hat und jetzt erst seit kurzem dabei ist, der hat was verpasst. Es ist tatsächlich, glaube ich, stand jetzt immer noch das beliebteste Event und macht mega Bock. Ich gehe den Trailer lückenhaft durch, weil ihr seht sowieso alles. Wir sehen alle Skins der Waffen oder die meisten auch der Legenden. Ich möchte eigentlich nur auf 1, 2 Szenen nochmal zurückkommen. Und das sind folgende. Zack. Und zwar diese Szene hier, dachte ich tatsächlich, dass dieses Event einen extra Spielmodus hat, dann hätten wir wirklich 2 Events wirklich fest ineinander mit verschiedenen Spielmodi, aber es ist im Endeffekt, der Codename des Events war ursprünglich Space Pirate Event. Ihr seht selber, die ganzen Skins sind im Piratenlook und das soll wahrscheinlich irgendwie so eine Schatzansammlung darstellen. Jetzt heißt das Event übrigens Raiders Event, habt ihr ja selber gesehen. Was jetzt halt noch sehr, sehr interessant ist, ist natürlich, wir haben es gesehen im Trailer, das Watson-Erbstück. Try as you might, you can't kill a watt, son. Aber ich muss, glaube ich, niemandem verraten, was ich von dem Erbstück halte. Ich habe es im letzten Video, wo ich über das Rampart-Erbstück, bevor es rauskam, habe ich auch ganz, ganz negativ über das Rampart-Erbstück gesprochen. Hinterher hatte ich selber, die Animationen sind allesamt extrem geil.
Ich glaube aber nicht, dass sich die Meinung bei diesem Erbstück ändern wird. Schreibt es in die Kommentare gern. Wir wechseln jetzt auf die EA-Seite. Dort sehen wir nochmal die Animation, die ich auch auf meinem Drittkanal schon lange veröffentlicht habe oder vor ein paar Stunden, sagen wir es mal so. Hier sind wir auf der offiziellen EA-Seite, wie immer. Hier stehen auch ein paar Patch-Notes. Das meiste lese ich nicht vor, weil es viel, viel Bugfixes wie immer sind. Dieser Revenant-Skin, der sieht auf jeden Fall schon mal ultra, ultra nice aus. Dann haben wir natürlich die Ankündigung, dass das Holobash-Event zurück ist. Dann hier steht das Raiders Collection-Event. Wir können, ganz wichtig, wir können wieder, wenn wir wirklich vorhaben, das Erbstück freizuschalten, können wir natürlich ein bisschen Geld sparen, indem wir nicht jedes Pack einzeln kaufen, sondern so eine Bündel kaufen. So dumm war ich nämlich im letzten Collection-Event mit dem Rampart-Erbstück. Da habe ich nicht die Bündel gekauft, sondern alles einzeln. War eine ziemlich dumme Aktion. Auf jeden Fall die Bündel vom 7. bis 14. Dezember in dieser Version. Ich muss euch jetzt nicht vorlesen, was das alles ist. Aber ein sehr, sehr beliebter Skin für Lifeline kommt zurück. Und zwar dieser, ich sag mal einfach mal, er heißt Breach and Clear. Für mich ist das ein Ninja-Skin. Und dann vom 14. bis 21. Dezember haben wir nochmal diese Pack-Variante mit ein paar beliebten Skins. Dann haben wir natürlich wieder, ich sage mal, so eine Art Mini-Event. Wir können über ein paar Tage 5000 Punkte durch Herausforderungen freischalten und dort bekommen wir dann so ein paar Sachen, die wir eben nicht bezahlen müssen, wie zum Beispiel diesen Hemlock-Skin, der natürlich wirklich ultra, ultra nice aussieht. Man könnte quasi denken, dass dieser Hemlock-Skin reaktiv ist, aber ich glaube aber nicht daran, dass dieser Hemlock-Skin reaktiv ist. Dann haben wir in bewegten Bildern hier nochmal den Blatterhorn-Skin. Dann haben wir Wraith mit der Rampage. Wir haben, oh Gott, warum war das jetzt die Mosambik? Das ist hier die KSMG auf jeden Fall, die dann auch endlich einen Skin kriegt. Der Rampage-Skin sieht ultra nice aus. Und hier Walk mit, ist das Wingman? Ich glaube, das war die Wingman und nicht die Mosambik. Ich konnte es jetzt tatsächlich nicht auf den ersten Blick entziffern. Sei es drum, nicht weiter wichtig. Wir kommen zum Watson-Erbstück. Naja, es sind jetzt nicht alle Animationen. Ich denke mal, wie bei Rampart wird auch das Erbstück hier, ich denke mal, so 3-4 verschiedene Animationen haben. Die Animationen wurden allesamt schon mal vor Wochen oder Monaten geleakt. Das ist also leider nichts Neues. Patch Notes zeige ich jetzt nicht alles. Ich lese euch jetzt einfach mal alles vor. Und zwar, ich gehe aber gleich noch in den Moment. Wir machen erstmal das Holobash Event. Da zeige ich euch kurz die Skins, die dort aktiv sind. Die sind nämlich jetzt schon einsehbar. Wir gehen einmal hier hin. Wir haben einmal diesen beliebten Skin. Kann man hier auch einzeln kaufen, wenn man will. Oder eben als Pack mit dem Charge Rifle Skin. Dann haben wir ein Rampart Pack. Ja, ist jetzt nicht die Welt. Gehe ich nur eben mal ganz kurz schnell durch. Und ansonsten, ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Ich gehe aber davon aus, dass in den nächsten Tagen sich dort noch was ändern wird. Und jetzt gehen wir kurz die interessanten Patchnotes durch. Wie gesagt, die Bugfixes, die gehe ich nicht durch. Der Arkstar wird grundlegend überarbeitet, kann man sagen. Der Basisschaden bei einem Direkttreffer. Direkttreffer heißt, du triffst den Körper und der Arkstar bleibt kleben. Macht auf einen Gegner, der kein Körperschild mehr hat, nicht mehr 30, sondern 10 Schaden auf die Lebenspunkte. Dann haben wir Schildschaden-Multiplikator bei einem Treffer im Sprengradius. Nicht direkter Treffer, macht für mich keinen Sinn. Ein Buff von einem Multiplikator von 3 auf 4. Wenn du im direkten Radius bist, machst du auf ein rotes Schild 125 Damage. Also weiß ich jetzt nicht direkt, was der Multiplikator soll. Oder, das ist eine Tatsache, von der ich nichts weiß, ich teste es jetzt hier nicht aus, wenn du vielleicht nur minimal dran bist. Moment, ich gehe jetzt einfach ins Trainingsgelände, ich will das jetzt genauer wissen. Wenn du am Rand der Detonation bist, kann es natürlich sein, dass du weniger Schaden machst. Ich teste es jetzt und lese nebenbei weiter vor. Der direkte Treffer auf einen Gegner, der ein volles Schild hat, macht nicht mehr 90, sondern 40 Damage. Auch ein echt heftiger Nerf, wie ich finde. So, ein direkter Treffer verlangsamt logischerweise den Gegner. Das wurde, glaube ich, mit dem Legacy Event Patch verändert. Moment, jetzt teste ich das nur kurz. Ich spare mir das jetzt hier, das einzublenden. Wir machen mal hier die Explosion hin, mal gucken.
Das hat den Dummy null interessiert. Okay, verstehe ich nicht. Also den Multiplikator von 3 auf 4, den raff ich damit gar nicht. Und der Verlangsamungseffekt. Je näher du im Zentrum der Explosion stehst, desto länger wirst du verlangsamt. Bist du wirklich nur am Rand der Explosion vom Arcstar, wirst du ganz kurz nur verlangsamt. Was ich sehr, sehr cool finde. Und eine letzte Sache, und zwar ist das ein kleiner Buff auf die ultimative Fähigkeit von Seer. Wenn du die rausschmeißt, dauert es normal 1,6 Sekunden, bis das Schild von diesen Naniten, damit du die Gegner tracken kannst, das dauert 1,6 Sekunden, das wird auf 1,4 Sekunden reduziert. Das ist jetzt nicht weltbewegend und macht, glaube ich, einen Kohl nicht wirklich fett. Aber ansonsten war es das mit den gesamten Patch Notes. Ladies and Gentlemen, das war's von mir. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf das Collection Event, vielleicht nicht unbedingt. Aber, und vielleicht kann es sein, dass ich von EA dieses Event wieder gesponsert bekomme. Dann mache ich natürlich wieder ein Event-Pack-Opening, zeige euch sämtliche Animationen von Watson. Sollte ich es nicht gesponsert bekommen, was nicht dramatisch wäre, wie ich finde, gibt es da leider kein Video von mir. Ansonsten zeige ich euch einfach nur den Shop im Detail so ein Stückchen, mehr aber auch nicht. Und ansonsten wünsche ich mich extremst auf das Holobash-Event. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Bleibt gesund, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.